Ahu! Bruder, da gibt's nichts Wichtiges zu erledigen, wenn um 35 hier oben am Tanzen steht. Ich komm jetzt. Ja, aber wir haben 36 und ihr seid da Westenverarbeiter. Familie! Ja. Euer Rang 11er, Dennis Wayne hat euch hochgerufen. Ihr werdet euch jetzt sofortig oben eintreffen. Wir werden mal wieder als die Bruderschaft Geschichte schreiben. Ja. Männer, reißt euch zusammen! Lasst das Testo raus! Heute werden wir Geschichte schreiben! Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Teppel die Pistole hier, Junge! Einer ist noch mal! Also den Korner feier ich. Oh, die schießen auf mich. Die sind auch bescheuert. Oh, die sind down, weiter so. Die rennen hier weit weg. Jetzt bleibt die Runde rechts drauf und dann weiter. Ja, Junge, so das richtig. Immer mit Hasterei, Junge. Oben, zwei, ganz oben drauf, zwei weiter unten. Rechts rum, hör, hol durch den Helm. Lauter Schein, da sterben noch mehr, Junge. Ja, knall die um, Junge. Wir haben uns zum Snickers-Essen verabredet. Ich glaube, das ist der Snickers von meinem Onkel Nikolai. Keine Ahnung, was ein Snickers ist. An diesen Snickers musst du ganz lange lutschen, dann kommt nachher später diese Milchfüllung raus. Wenn du Glück hast, kommen auch ein paar Nüsse raus. Ey, Breitenberg, kennst du das Lied hier? Ohne Witz, ich liebe die Jungs, ne? Die sind so behindert, ey. Alle auf mich, Junge! Wenn die ersten Strahlen morgens durch mein Fenster schießen. Genauso, mitten auf der Kreuzung. Genau, hier weiter, sehr schön, das war's. Ja, das war's. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr nicht gesehen, wie ich den weggepittet hab? Jetzt sag nur mal einer, ich kann nicht schießen hier. Vorsicht ist geboten, nicht, dass sich noch mehr anschließen. Juri! Sauber gemacht, schön gepumpt, so muss es sein. Hast du das gesehen? Ich bin tot. Ich bin tot. Nicht hier. Im Fort. Alles ich auf jeden Fall ansprechen, in der Team besprechen, wenn alle 60 Mann da sind. Alles klar, weiß ich schon. Jo, ciao. Hurensohn! Da wird jetzt vor Ort noch ein Fahrzeug benötigt. Palito 1, bräuchte mal einen Code 10 hier in der Sandy-Tankstelle, komm. Scheiß drauf, Digga. Wir laufen einfach zum PD. Suchen Sie einen Arzt, bitte. Ich muss mir einen Arzt suchen. Ja, ich weiß nicht, welcher Arzt ist. Verstehen Sie? Ja, ich doch auch nicht. Ja, Woher soll ich wissen, wer Arzt ist? Schreiben Sie einfach mal ein. Bist du Arzt? Ja, wir kümmern uns sofort um bist euch, du Arzt? Leute. Ich bin kein Arzt. Ja, bist du Arzt? Ich bin tatsächlich Arzt, ich kümmere mich gleich um Sie. Hallo, bist du Arzt? Scheiße, ich bin kein Arzt. Bist du Arzt? Hallo? Was willst du? Sind Sie ein Arzt jetzt? Bist du ein Arzt? Reicht doch hier. Ey, bist du ein Arzt? Hallo? Hat doch gesagt. Ich weiß nicht, den Punkt so von ihm. Okay. Auto brennt. Raus. Ich brenne, Hilfe! Ich sterbe! Ah, Auto explodiert! Ah, Junge! Oh geht's mein Gott. Gut? Ja, ein Cargo-Bob ist... Ja, und dazu verdiene ich noch Geld. Und zwar wegen ihren Steuern. Unbedingt besser, Mann. Ja. Jetzt lass sie trotzdem rausziehen. Dann bitte den mal rechts runter. So richtig dreißig. Der gegen Rebler. Können Sie mal bitte von meiner Rebler runtergehen? Wollen wir tauschen? Faust her gegen Rebler? Nee.
liegt der jetzt seit... Wie lange hast du den jetzt? Mein Gott, schon seit ein paar Tagen, also ein paar Wochen. Ich hab meinen VSTR seit vier, fünf Wochen, ne? Kennst du Snoop Dogg? Nein, ich kenn nur Snoop Cat. Sonst haben Snoop wir Fleisch. Nein, er hieß früher Snoop Kelp, er ist Araber. Snoop Kalb meinst du? Ja, Kelp, Kelp, Snoop Kelp. Und sagt immer, der sieht immer, Yasalami, Yasalami. Basti! Ja? Das sind keine schönen Wörter für Sie. Das habt ihr mir beigebracht. Hören Sie auf. Genau wie Köpek. Distanzieren Sie sich von Ihrem Freund aus dem Orient. Digga, was machen die mit Basti den Abend? Was habt ihr mit Basti angestellt? Er war so ein guter Junge. Ich nehme euch alle hauptsache Nacko, Junge. Jetzt redet er wie Schuck. Kein Wunder, dass Moritz ihn gerne das. Hab einen Schuss abbekommen, Digga. Schieß gar nicht, schieß nicht. Oh mein Gott! Was? Digga, ich hab den auf so eine Bombe gekippt. Er kommt einfach Bretter hoch. Digga, was? Er kriegt einfach erstmal eine Bombe. Oh mein Gott, meine Waffe war nicht equipped. Er ist einfach auf unserem Dach. Wie lost? Dann Fragen beantworten und danach auf TS gehen und Alter. Alter! Hä? Wann die Faust ankommen? Kurz noch mal eine Frage. Wir haben gerade eine Person aus den Kanälen verfolgt. Welche Klamotten hatten die Person an? So, ich lege ihn die Handschellen mal nach vorne, warten Sie mal kurz. Ja, wenn einer Zeit hat, klippt das mal bitte, das ist mega witzig gewesen. Klamottenfarbe waren hauptsächlich lila Akzente. Oh, Scheiße. Drauf, ja. Aber wir gucken uns jetzt den Sachverhalt natürlich vor Ort an. Ja, super. Dann Herr Shakur, hier wurde eine erschossen, haben Sie gesagt, ne? Genau. Okay, wo denn? Ich zeig Ihnen das. Kommen Sie mal mit. Ja, aua, Kevin. Aua, aua, pa. Oh, Mann! Moinsen. Officer Hilton, kommt zur Stelle! Memo stabilisiert! Ah! Ist alles gut für ihn? Officer Hilton! Das stimmt gar nicht. So. Tja. Also Basti, dein hier, sag schon, dein Akte wird erweitert auf vorsätzliche Körperverletzungen. Das macht $5,000 Strafe und zusätzlich nochmal 15 Hafteinheiten dazu, ne? Komm da raus, Alter. Jetzt kannst du mir die drücken. Ah, da! Jetzt, Alter, jetzt kriegst du dich, Alter. Jetzt ein dreckiges Sau. Ja, ich zähle sowieso 1-2. Von daher ist egal. So. Ich auch. Weil mein Hoden so geschwollen ist. In mein Beileid zu. Ja, das ist manchmal so. Ich wollte mir eigentlich nur einen Penis in eine Tür einklemmen und da einen Hoden damit zwischengekriegt. Das hätte ich beides eher unangenehm an so. Oh, man gewöhnt sich dran. An geschwollene Hoden?
Nee, an Pimmel in der Tür einklemmen. Leute, holt die Army-Fahrzeuge ran, die Feldmedics agieren, Attacke. BOOM! So, nochmal an die Army, jetzt einmal kurz Ruhe, BOOM! Jetzt! Mit, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Digga, Bachi ist mit Fusco und Kevin Hilt nicht kotz ins Essen, Mann. Warum das denn, hallo? Warum er ins Essen kommt? Die fahren doch nur Streife. Ich krieg gleich fliegst du aus dem Auto. Auf die Nerven für dich. Bachi will's auch provozieren, dass er fliegt. Hab ich das Gefühl. Warte mal, hast du gerade gesagt, wer sitzt da alles im Auto drin? Sag nochmal bitte die Namen. Bachi, Busco, ja? Hülten und Kevin Hülten. Ich könnte schwören. Busco, okay. Ich soll sagen, Doriana, die Arbeit. Halt doch deine scheiß Fresse und sag, okay. Sie soll Aki einen Vogel mitnehmen. Sieht man sich. Ciao. Ciao, Doriana, ich hoffe, wir sehen uns noch. Busco, ich bin verliebt. Ja, ich weiß, aber. Boah, Doriana, weißt du, wie sie funkt? Hey, findest du nicht, dass Doriana voll nicht für die Stimme hat? Junge, die. Weißt du, wie sie funkt? Wie denn? Eine 99. Nein, das ist meine Kampfkriegsbemalung. Ach so. Ah ja. Was hast du denn da? Siehst du das da? Was hab ich? Was? Oh, siehst du das da? Was du da hast? Oh, was hab ich da? Nix. Du Drecksack. So, Donny? Ja? Nix. Dreckiges Sau, Alter. Trage Ballenzeiger nur damit du's weißt. Trotzdem gebe ich ein Fick auf diesen Hype. Yeah, Baby, nein, ohne dich kann ich nicht.